Willkommen zurück im ersten Zeitalter von Mittelerde. Wir spielen uns heute weiter etwas lose durch eine Geschichte des Silmarillion, also des nach seinem Tode zusammengestellten Werkes von verschiedenen Schriften über die Historie von Arda von J.R.R. Tolkien. Und wir sind noch am Anfang oder mittendrin, mal schauen, wie weit wir heute kommen, der Geschichte von Beren und Lúthien, eine der Lieblingsgeschichten von Tolkien, von der auch gleich mehrere Varianten existieren, weswegen ich es gar nicht so seltsam finde, eine weitere hinzuzufügen, indem wir es als Rollenspiel spielen. Mit dabei in unserer kleinen Besetzung sind erneut einmal die Natascha. Hallo! Hi! Die als Lúthien mit voller emotionaler Brillanz eingestiegen ist und aufbricht, um ihr geheimes Königreich zu verlassen und ihren Vater und ihre Mutter umzuschauen, was draußen in der Welt auf sie wartet. Ist das etwas, was du auch gerne tun würdest, einfach alles liegen lassen, losziehen? Geht so. Geht so. Das Schöne an Rollenspielen. Jetzt kommt der Winter, im Frühling vielleicht, wenn es wieder wärmer wird. Okay, gute Anmerkung, ja. Aber das Schöne an Rollenspiel ist, dass man das ja alles einmal testen kann, quasi für sich, wie einem diese Geschichte gefällt. Der andere Part in der Beren- und Lúthien-Geschichte wird übernommen von Erik. Hallo. Hallo. Würdest du gerne Respektspersonen und Herrschern sagen, dass sie ihre Töchter für wenig Geld weggeben, beziehungsweise ihn mehr oder weniger einfach mit Sarkasmus kontern? Oh, unglaublich gerne. Schauen wir mal, was davon heute noch alles möglich sein wird. Wir hatten unser Pärchen getrennt, zuletzt verlassen, als Beren aufgebrochen ist aus dem verborgenen Waldreich von Doriath, um den unglücklichen Spruch zu befolgen, den er gegenüber von Thingol, dem Herrscher von Doriath, nun getätigt hat. Beziehungsweise der sagte, du darfst erst wieder vor mich treten und meine Tochter von mir verlangen, wenn du einen Silmaril in der Hand hältst, einen der legendären drei Steine, die Fëanor selbst noch geschmiedet hat und den das letzte Licht der verlorenen Bäume von Valinor gefangen ist und die, soweit man weiß, in der Krone von Morgoth im Norden in der finsteren Festung von Angband sich befinden und ihm beständig das Antlitz und die Hände verbrennen mit ihrem Licht. Und dennoch kann er nicht von ihnen lassen, denn auf diesen Steinen, auf allen, die sie begehren und alle, die für sie Untaten begangen haben, lasten Flüche, gleich mehrere. Und du hast beim Verlassen von Doriath den Blick nach Westen gewandt, denn du weißt, dort liegt irgendwo Nargothrond. Und Nargothrond, eine weitere unterirdische Elbenstadt mit Hilfe von Zwergen geschaffen, ist die Heimat von Finrod Felagund. Und du trägst Finrod Felagunds Ring an deinem Finger, dieser Fürst der Elben, Bruder von Galadriel, der verdankt deinem Vater und dir sein Leben und so hat dein Geschlecht von ihm das Versprechen erhalten, dass er jederzeit euch in der Not beistehen wird. Und wenn ich muss nach Angband gehen und ein Silmaril aus der Krone von Morgoth stehen nicht in Bedrängnis ist, dann weiß ich auch nicht, was Bedrängnis sein soll. Fühlt sich zumindest ja so an. Und Lúthien hatte nach einem Gespräch mit Melian, ihrer halbgöttlichen Mutter, beschlossen, dass sie ebenfalls aufbrechen wird und die Festung ihres Vaters verlassen, um ebenfalls die Grenzen von Doriath hinter sich zu lassen, die von Melians Magie beschützt werden. Und hinaus in die Welt zu ziehen, in der der Krieg zwar gerade nicht in eurer Nähe, aber auch niemals ganz fern ist. Das Land liegt weit vor Beren, als er den Blick westwärts wendet. Und du kannst in der Ferne den Silberglanz auf dem Wasser des Sirion sehen, der dort das Land teilt, wo er schon breit und angeschwollen von seinen Zuflüssen sich tief in den Boden hineinschneidet, bis zu dem Punkt, wo er sich in Sümpfen und toten Armen staut, bevor er dann in einem schweren Donner in die Tiefe stürzt, in einem scheinbar unendlichen Wasserfall,
Das Wasser wird dort vom Grund verschlungen und erst jenseits einer Reihe von Klippen, die an dieser Stelle Beleriand teilen, den Westen von Mittelerde, wird das Wasser wieder an die Oberfläche treten. Und irgendwo dort musst du auch über den Sirion, denn Nargothrond und das Gebirge, das es verbirgt, die liegen westlich davon. Ich nehme also an, dass du die Reise aufnimmst, oder ist das der Punkt, wo du beschließt, Schicksal Schicksal sein zu lassen? Wer weiß, ob er noch lebt. Dafür ist es ein bisschen spät, glaube ich. Ja. Und einmal den Beschluss gefasst, werde ich den wohl auch nicht überwerfen. Das heißt, du brichst auf, immer noch etwas abgerissen, immer noch gezeichnet, wenn auch nicht mehr ganz so arg von der Zeit, die du den Weg gefunden hast vom vernichteten Dorthonion nach Süden durch einen finsteren, von Ungeheuern heimgesuchten Landstrich, bis du Doriath erreicht hast. Das Land hier ist weit weniger feindlich, aber dennoch auch nicht allzu freundlich gesonnen. Es gibt wenig Wege, die nicht nur vom Wild durch Wald und Hügel gezogen wurden. Aber du bist ein Freund aller Tiere Mittelerdes, sodass du häufig in den Spuren von Rehen dich durch das Unterholz bewegst, einem Dachs folgst, der leise grummelnd dir zumindest anzeigt, wo es einen sicheren Unterschlupf gibt, wo du vor dem Wetter sicher bist, während du weiter auf den Sirion zuhältst. Ich werde mich natürlich auch bei dem grummelnden Dachs bedanken. Angemessen. Der mit einem weiteren Schnaufen sich umdreht und mit seinem wackelnden grauen Hintern davonzieht, um in seine eigene Höhle zurückzukehren. Offensichtlich nicht weiter an deiner Anwesenheit, Dankbarkeit oder der Welt im Allgemeinen interessiert, wie es bei Dachsen üblich so ist. Es ist dann aber... Ja, manchmal möchte man einfach nur, wie der Dachs, sagen, die Welt, die kann mich mal. Aber du hast eine Aufgabe, beziehungsweise du hast dir selber eine gestellt. Und freundlicher vielleicht als der Dachs und hilfreich ist es ein Schwarm von Singvögeln, der aufstiebt, die dir verrät, dass du nicht ganz allein in dem Waldstück bist, schon nahe des Sirion, als du dich hindurch bewegst. Ich könnte jetzt versuchen, mich zu verstecken, aber das ist wahrscheinlich wenig zielführend. Und in dem Moment, wo die Vögel unruhiger werden und ich das Gefühl bekomme, irgendwie näher an mein Ziel zu rücken, werde ich das genaue Gegenteil tun und laut rufend durch den Wald schreiten und den Ring erheben, den mein Vater in der Hand hatte, und werde durch den Wald posaunen. Mein Name ist Beren, Sohn von Barahir aus dem Geschlecht Beors. Ich bin ein Freund der Elben und des Fürsten Finrod Felagund, und das wiederholen. Es dauert noch eine Weile, die du das ein Dutzend Mal, vielleicht sogar noch ein bisschen öfter wiederholst, bis dann aus dem Dickicht heraus zwei Elben treten, die beide mit dem dunklen Haar der Noldor angetan sind und dich von oben bis unten mustern, deine zerschlissene Kleider, deine langen Haare, den Bart, die alle vielleicht einen Schnitt gebrauchen könnten oder zumindest den Einsatz eines Kammes. Einer von den beiden mit einem Bogen in der einen Hand und einem Pfeil in der anderen bleibt zurück, während der andere vortritt und nur ganz leicht sein Haupt neigt. Werde mich ein wenig tiefer verneigen, das eben Gesagtes noch einmal leiser wiederholen und hinzufügen. Auch Finrod Felagund ist auch ein Freund meiner Familie, und ich habe diesen Ring als Beweis dafür, den Ring vorstrecken, dass er ihn begutachten kann. Er schweigt weiterhin erst noch, begutachtet den Ring, nickt dann, und jetzt verneigen sich beide tatsächlich etwas tiefer als zuvor. Und er sagt, wenn ihr nun aus der Sippe des Barahir seid und dieser Ring ist ein Beweis, den ich wohl zählen möchte, so folgt uns. Und wir bringen euch nach Nargothrond, wo der Fürst selbst entscheiden mag, ob ihr willkommen seid oder nicht. Zusammen. Aber eilt euch, Mensch. Bleibt nicht zurück. Ihr werdet nicht auf mich warten müssen. Das werden wir sehen. Der andere lässt den Pfeil mit einem leisen Tack zurück
in den Köcher fallen, den er auf dem Rücken trägt. Und dann wenden sich beide ohne weitere Worte um und eilen durch den Wald, gen Westen und ein wenig nach Süden. Und ich werde mein Möglichstes tun, dass sie nicht allzu lange warten. Sie sind tatsächlich erstaunt darüber, wie behende ein Mensch sich durch den Wald bewegen kann und wie wenig dir Unwetter, Unbillen, peitschende Zweige, unsicherer Boden und die Fährten wilder Tiere ausmachen, während ihr eilig und da sie auch auf Schlaf verzichten können bzw. ihn nicht nötig brauchen, nach Westen zieht. Werfen wir einen Blick darauf, wie es Luthien ergeht, die mehr oder weniger bei Nacht und Nebel, sogar fast wortwörtlich, die Hallen in Doriath verlassen hat, Menegoth verlassen hat und sich ebenfalls westwärts gewandt hat. Du kennst im Grunde jedes Blatt, jeden Zweig, jeden Stein innerhalb von Doriath, sodass du mühelos und eilig die Grenze erreichst und dann von dort aus ebenfalls das Umland überschaust und das Sternenlicht in der Ferne auf dem Sirion blinken siehst. Und wohin wendest du dich dann? Ich habe mein Leben lang noch nie diesen Wald verlassen. Das heißt, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich weiß, wohin Beren gehen wollte und würde ebenfalls diese Richtung einschlagen. Du orientierst dich anhand der Sterne, die du natürlich durch die Lehren sowohl deiner Mutter als auch von zahlreichen Freunden, Freundinnen am Hof hervorragend kennst und hältst dich ebenfalls in Richtung Westen und zu der verborgenen Festung von Finrod Felagund. Du reist ebenfalls ohne große Mühe durch das Land, das scheinbar dich teils zu erkennen scheint oder zumindest dich als Tochter Melians zu erkennen scheint, sodass die Wildnis dir sanfter begegnet als vermutlich den meisten anderen Reisenden, bis du nach einer Weile, die du auf den Sirion zuhältst und auch immer wieder über die Spuren eines anderen Reisenden stolperst, jemand, der einen Unterschlupf gefunden hat und dort ein kleines Feuer eingerichtet hat, Fußstapfen im Schlamm entlang eines Bachlaufes, dass du ein fernes Heulen hörst und dann das Trappeln von Hufen. Ja, ich würde mich dem zuwenden, in der Überzeugung, dass alles, was mir begegnet, zu meinem Weg gehört. Du siehst bald, dass entlang eines Baches, der durch das Tal fließt, wo der Boden weiter ist und nur Gras und niedriges Gestrüpp ihn bedeckt, im Gegensatz zu dem Wald, der vieles andere bedeckt, zwei Reiter auf hochgewachsenen, langbeinigen Pferden entlang preschen, begleitet von einem Hund, der so groß ist, dass seine Schultern sich mit denen der Pferde messen können. Und der tatsächlich mit großer Freude durch das Gras läuft, während der Tau um ihn herum aufgewirbelt wird mit erhobenem Schweif und mit gespitzten Ohren. Und der jetzt aber stehen bleibt, den Kopf hebt und wittert und dann seinen Blick in deine Richtung richtet. Und mit fast goldfarbenen Augen dich betrachtet. Ich würde nicht versuchen, mich zu verstecken, weil ich weiß, dass man sich vor einem Hund, der die Witterung aufgenommen hat, nicht verstecken kann. Ich würde... Ich würde die Hände in einer einladenden Geste öffnen. Der Hund macht ein paar rasche Schritte, dann setzt er elegant über den Flusslauf inmitten des Tales hinweg und trabt zu dir den Hang hoch, wo du den Wald verlassen hast, und senkt seinen riesigen Kopf, um tatsächlich ziemlich sanft und mit einer vorsichtigen Berührung einer kühlen Nase an deinen Händen zu riechen. Die Nüstern sind so groß, dass er beim Schnaufen tatsächlich deine Haare leicht zum Flattern bringt. Und dann hochschaut und obwohl dieses Wesen so groß und so erhaben ist, wirkt es fast ein bisschen welpenhaft, wie er das Maul öffnet und eine große rosa Zunge raushängt, als er dich betrachtet. Dahinter queren die beiden Reiter jetzt eine Furt in dem Fluss und halten auf dich zu. Und du kannst deutlich sehen, dass es Elben sind,
die auch in feinen Reitkleidern angetan sind und mit leichter Lederrüstung, die Schwerter an den Hüften tragen und aus feinem Metall geschmiedete Reifen, die ihre Haare zusammenhalten. Der eine hat dunkles Haar und der andere ein helles Braun, das fast schon aschfarben ist. Nicht blond, sondern eher, als wäre die Farbe fast daraus gewichen. Und die beide dich jetzt neugierig und durchaus auch nachdenklich anschauen und kurz einen Blick untereinander austauschen, als würden sie eine stille Botschaft miteinander teilen. Und dann reitet der eine vor, pfeift und ruft Huan, worauf der Hund zurückweicht und sich setzt. Ich würde erstmal den Hund ausgiebig begrüßen und ihn streicheln und ihm sagen, dass er ein ganz, ganz guter Junge ist. Der Hund, offensichtlich Huan genannt und strahlend weiß von Fell, schaut schräg von oben auf dich herab und berührt nur sehr, sehr vorsichtig und fast fragend mit der Zungenspitze ganz sacht deinen Scheitel, woraufhin erneut mit Huan zurechtgewiesen wird und der elbische Reiter neben dir anhält. Wer seid ihr? Erkenne ich ihn oder irgendwas an ihm, was mir sagt, woher er kommt oder zu welcher Familie er gehört? Du siehst es auf seinem Stirnband und auf seiner Rüstung, der vielstrahlige Stern von Feanor angebracht ist, sodass du davon ausgehen würdest, dass er ein Noldor ist. Auch die dunklen Haare von dem einen weisen darauf hin, dass es ein Noldor sein dürfte, während du ja vor allen Dingen mit den Elben vertraut bist, bis auf wenige Ausnahmen, die tatsächlich nie Mittelerde verlassen haben, während die Noldor nach Valinor gereist sind und zurückgekommen sind. Und in den Zügen ihrer Gesichter glaubst du ebenfalls zu erkennen, dass sie auch nicht einfach nur irgendwelche Noldor sind, sondern ein fernes Echo von Galadriel, die ebenfalls ja am Hof deines Vaters sehr viel Zeit verbringt und mit der du vertraut bist. Sie könnten entfernte Verwandte von ihr sein. Okay. Dann mache ich eine leichte, respektvolle Geste und sage, ich komme aus einem Königreich hier in der Nähe. Ich sehe, ihr seid Freunde von Galadriel. Auch ich bin eine Freundin von Galadriel. Der eine lacht etwas abschätzig, der andere schnauft. Freunde von Galadriel magst du uns nennen. Verwandte sind wir, sicher. Ich bin Curufin, dies ist Celegorm. Söhne Feanors sind wir. Und ihr seid verloren gegangen aus Doriath, nehmen wir an, wenn ihr Galadriel kennt? Nicht verloren, nein. Definitiv auf dem richtigen Weg, wie mir scheint. Und wo führt euer Weg euch hin, Kind ohne Namen? Ich bin auf der Suche nach jemandem, der wahrscheinlich auf dem Weg zu eurem Herrn ist. Auf der Suche nach Hilfe. Ihr sucht Hilfe oder die Person, der ihr folgt, sucht Hilfe? Der, den ich suche, ist auf dem Weg, die Hilfe von Finrod Felagund zu ersuchen, die ihm versprochen wurde. Wir haben festgestellt, dass der Herr von Nargothrond durchaus bereit ist, andere aufzunehmen und ihnen Hilfe zukommen zu lassen. Ebenso könnten wir uns ihm anschließen in diesem Tun und euch zu ihm bringen als Hilfe. Dafür wäre ich sehr dankbar. Nennt mir doch euren Namen. Ihr dürft mich Tinuviel nennen. Tinuviel, die Nachtigall. Was ein anmutiger Name. Und er neigt sich vor und streckt dir die Hand aus, leicht hinter dem Rücken angewinkelt, um dir Hilfe zu geben, hinter ihm auf sein Pferd aufzusteigen. Ich nehme die Hilfe an und steige hinter ihm auf sein Pferd auf. Gut. Haltet euch gut fest, Tinuviel, die Nachtigall. Und vielen Dank. Damit lenken sie ihre Pferde wieder gen Westen. Es gibt einen lauten Pfiff und Huan, der große weiße Hund, springt auf, schnuft noch einmal in eure Richtung herüber und sprintet dann voraus, um den Weg auszukundschaften.
Etwas weniger bequem und mit weniger riesigen Hunden trifft schließlich Beren ein in Nargothrond. Und nachdem du jetzt tatsächlich Menegroth gesehen hast, ist es so, als würdest du eine Verwandte von der anderen Höhlenfestung sehen. Aber eine, wo jemand gesagt hat, ich will etwas Ähnliches, aber mit einem anderen Ausdruck dann herangegangen ist. Du siehst durchaus die Handwerkskunst sowohl von Elben als auch Zwergen, die hier den Stein geschliffen, behauen, mit Edelsteinen und Metall eingelegt und bemalt haben. Aber wo Menegroth sich fast, als wäre es aus dem Fels herausgewachsen, einfügt in die Schichten, die dort an die Oberfläche treten, beziehungsweise in die dieses Reich hinabgebaut wurde, wo die Wurzeln von Bäumen ihren eigenen Platz haben und alles auch irgendwie lebendig wirkt, ist dies hier in sehr viel klareren Formen gehauen. Von jemandem, der beschlossen hat, wie es auszusehen hat und dann durchaus einfach die Welt darum geprägt werden muss. Das ist ein anderer Geist, möchtest du fast sagen, der herangegangen ist, eine andere Philosophie, Nargothrond zu erschaffen im Vergleich zu Menegroth. Aber es ist und bleibt unglaublich beeindruckend, die hohen, schmalen Säulen, die aus dem Stein selbst herausgeschlagen sind, die über dir einen Himmel tragen, wo Edelsteine in die Decke der Grotte eingesetzt wurden, die im sanften Licht von zahlreichen Kandelabern funkeln wie die Sterne selbst. Und du wirst auf breiten Straßen und schmalen Treppen über elegante Brücken, die unterirdische Ströme überspannen und durch weite Hallen, in denen tatsächlich Pflanzen und Pilze wachsen, die sanft glühen, gebracht in eine hohe Halle, wo, und so, es kommt dir fast ein bisschen ähnlich vor wie deine letzte Begegnung mit einem elbischen Herrscher, ein Thron steht. Und auch zahlreiche andere Elben in langen Staatsgewändern angetan und mit fein geschmiedetem Geschmeide auf dem Haupt und an den Handgelenken und um den Hals stehen und sich unterhalten. Nur dass hier jetzt der Herrscher von seinem Thron aufsteht und dir mit langsamen, aber sicheren Schritten entgegenkommt und die Hände in deine Richtung ausstreckt. Und der Fürst Finrod Felagund mit der Krone seines Reiches auf dem Haupt und mit einem fernen Schimmer in den Augen, wie ein Echo von Sternenglanz, schenkt dir ein Lächeln, als er die Hände zu dir, wie du abgerissen seine Halde betrittst, entgegenkommst, sagt: Beren, was führt dich in meine Halle? Viele Dinge, Felagund. Es ist gut, dich zu sehen. Es ist viel passiert. Vieles geschehen. Ich sehe, du trägst den Ring, den ich deinem Vater gab. Was ist mit Barra hier geschehen? Schickt er dich? Nein, er kann ihn nicht mehr tragen. Ihm fehlt die Hand dafür. Finrod schließt die Augen und senkt langsam den Kopf, woraufhin ein Raunen durch die versammelten Elben geht, das schon angefangen hat. Leise, so als ein Wispern wie Wind in den Blättern, als der König dir entgegengekommen ist von seinem Thron und jetzt lauter wird, als er sich sichtlich Trauer empfindet. Es tut mir leid, Beren, viel haben wir verloren in der Schlacht des jenen Feuers und in den Jahren danach. Aber zumindest bin ich froh, dich hier zu sehen und dich begrüßen zu können in Nargothrond. Wir sind und bleiben weiterhin ein sicherer Hafen. Und du bist nicht der Einzige, der hergekommen ist, um Zuflucht zu suchen vor dem Krieg und vor dem Verlust deines Reiches. Ich bin für deine Gastfreundschaft sehr, sehr dankbar. Aber nicht die Zuflucht ist es, die mich hierher führt. Sondern ein Schwur in gewisser Weise. Ein Schwur? Einem anderen Fürsten gegeben habe. Du solltest etwas trinken und etwas essen. Er winkt und mehrere Bedienstete eilen davon. Und wir sollten hören, was du zu berichten hast. So wie wir gehört haben, was mein Bruder zu berichten hat. Und er deutet auf einen anderen dunkelhaarigen Noldor-Elben, der neben seinem Thron steht, ebenfalls in langen dunklen Gewändern angetan, die Trauer verkünden, der das Haupt leicht senkt.
Und auch andere Gäste haben wir, die viel von Leid zu künden haben. Und in dem Moment öffnen sich die Tore der Halle erneut und ein großer weißer Hund kommt hereingetrabt. Groß ist das falsche Wort. Er ist von den Schultern fast so groß wie dein Haupt. Und sein Kopf, als er ihn hebt, überragt deines deutlich, als er ringsum wittert, in die Mitte der Elben trabt, die davon vollkommen ungerührt sind und sich dann an einem der Herde, die in die Wände eingelassen sind und dem Feuer prasselt, niederlässt. Als wäre er ein Welpe, der Wärme sucht. Und dahinter kommen zwei elbische Fürsten in den Raum, begleitet von Luthien Tinuviel. Werde vermutlich mit offenem Mund in ihre Richtung starren und anfangen zu stottern. Und irgendwann warten darauf, dass ein Gespräch beginnt, damit ich irgendwann mit einem Satz rufen kann. Luthien, was tust du hier? Finrod Felagund dreht sich ebenfalls wieder zu dem Tor, das sich geöffnet hat, wo der Hund und dann die drei Elben hereinschreiten. Und wo ich von ihnen sprach. Andere Gäste, die hier Zuflucht gefunden haben. Und sie bringen einen weiteren Gast. Willkommen. Holt Sitze, Essen und zu trinken für meine überraschenden Gäste. Ich drehe mich nochmal zu den beiden, die mich reingebracht haben und schenke ihnen eine respektvolle Geste und bedanke mich. Und dann laufe ich so schnell, wie es respektvoll möglich ist, diesen Gang entlang und schenke Bären nur einen ganz kurzen Blick, um mich dann vor den Fürsten zu stellen und zu verneigen und ihn zu begrüßen, bevor ich mich dann zu Bären umdrehe. Und ihn nur anschaue. Ich habe das Gefühl, mehr als eine Geschichte gibt es, die es hier zu berichten nötig wäre, meint Finrod. Inzwischen wurden mehrere Sitze gebracht. Er geht zurück zu seinem Thron und nimmt darauf Platz und die Sitze werden für euch zurechtgeschoben, während die beiden Elbenfürsten verwirrt Blicke miteinander tauschen. Dann tritt der mit dem hellen Haar vor und hebt die Stimme. Fürst Finrod, sie nennt sich Tinuviel und sie kommt aus Doriath. Und sie sagt, sie sucht jemanden, der bei euch wiederum um Hilfe bitten wollte. Mehr können wir euch auch nicht sagen, aber sie erschien uns nicht gefährlich? Das ist eine gute Frage. Gefährlich, denke ich, ist sie nicht, aber wollt ihr euch nicht vorstellen, Tinuviel? Ich drehe mich wieder zu dem Thron um und verneige mich tief und sage, mein Name ist Luthien, ich bin die Tochter von Melian und Fingol und ich komme aus Doriath, hierher, um Bären zu finden. Ah, um Bären zu finden. Finrod lässt sich auf seinem Thron nieder und macht dir eine freundliche Geste, dich ebenfalls zu setzen, während die beiden anderen Elbenfürsten wieder erneut Blicke austauschen, als könnten sie gegenseitig ihre Gedanken damit auch austauschen. Und dann der eine sich vornhakt und dem anderen etwas zuwispert. Die Tochter von Fingol und Melian. Ich drehe mich nochmal zu ihnen um und sage, es tut mir sehr leid, dass ich euch getäuscht habe, aber ich hatte befürchtet, wenn ihr die Wahrheit kennt, dann bringt ihr mich vielleicht eher zurück nach Hause als hierher. Was macht Bären während des ganzen Austausches? Ja, während die Elben auf der anderen Seite tuscheln und während wir uns so setzen, würde ich versuchen, irgendwie wenig beherrscht, laut flüstern mit Luthien zu reden. Was tust du hier? Der Weg hierher ist brandgefährlich. Es ist mein Schwur, der mich bindet, nicht deiner. Nun, aber du hast ihn meinetwegen geleistet und ich bin nicht bereit, dich in den Tod laufen zu lassen. Das mag so sein, aber ich bin wenig bereit, dich Gefahren auszusetzen. Wenn diese Reise die letzte Zeit ist, die wir gemeinsam haben, dann bin ich bereit, diese letzten Monate oder Wochen mit dir zu verweilen, bevor ich noch 1000 Jahre ohne dich lebe. Vielleicht ist das der Moment, wo wir alle etwas zu uns nehmen sollten und Platz nehmen. Denn Bären, wenn du sagst, dass das, was du vorhast, dich ins Unglück stürzen wird, so will ich wissen, was du vorhast, damit ich weiß, wie ich dich davor bewahren kann. Nun, ich hatte auf eine Art
Hilfe beim Finden des richtigen Weges gehofft. Ich und vielleicht tatkräftige Unterstützung. Mein Weg führt mich weit nach Norden. Nach Norden? Weit. Ich schwor, Barahir und sein Geschlecht bei allem zu unterstützen. Und so werde ich meinen Schwur auch halten. Aber warum willst du nach Norden reisen? Geht es darum, deinen Vater zu rächen? Das wird leider warten müssen. Ich habe Luthiens Vater, versprochen, so ich wieder zu ihm zurückkehre, ein Kleinod in meiner Hand zu halten. Ein gewisses Kleinod, das sich in einer eisernen Krone befindet. Das Raunen wird jetzt tatsächlich zu einem lauten Wirrwarr von Stimmen rings um euch herum, während Finrod sich langsam zurücklehnt in seinem Thron. Und einer der beiden Elbenfürsten nach vorne tritt und sagt, nein, niemals. Ein Sterblicher will die Hand legen an einen Silmaril? Ich werde ihn nicht behalten. Es steht mir nicht danach, ihr begehrt ihn zu berauben. Ihr begehrt ihn? Ihr wollt ihn haben? Um der Brautwerbung willen? Ja. In gewisser Weise. Wisst ihr denn nicht, Mensch, dass auf jedem, der die Silmaril begehrt, der nicht vom Blute Feanors ist, der Fluch lastet? Der Eid, den wir geschworen haben, einen jeden dafür niederzujagen, zur Strecke zu bringen. Niemals soll jemand, der nicht Feanors Blut in sich trägt, die Silmaril haben, ohne dass ihm Unheil gewiss ist. Aber ich begehre ihn nicht für mich, ich werde ihn nicht behalten. Ich werde ihn gerne in eure Hand geben, nachdem ich ihn nun eben dem, den ich den Schwur geleistet habe, zuerst vorgebracht habe. Und was dann mit dem Stein passiert, ist wohl in seiner Hand und nicht in meiner. Und das heißt, es ist Thingol, der den Stein begehrt. Die beiden tauschen einen Blick untereinander aus. Finrod hebt die Hand und das ganze Gemurmel und Gewisper ringsum lässt nach. Wie meine Schwester mir eins sagte, scheint es mir also, als würde der Schwur, den ich Barahir leistete, mich in meinen eigenen Untergang führen, aber ich werde zu meinem Schwur stehen, Beren. Und bei diesem Vorhaben, das dich in den recht sicheren Untergang führt, an deiner Seite sein. Beruhigt mich auf eine Art sehr und beunruhigt mich auf die andere Art noch mehr. Aber glaube nicht, dass ich nicht alles daran liegen werde, zu versuchen, es erfolgreich zu vollenden und mit dir nach Angband zu ziehen und den Stein aus der eisernen Krone zu brechen. Fluch über euch, kommt es von hinter euch, als der Blasshaarige der beiden Elben vortritt, die Hand am Griff seines Schwerts. Fluch über euch! Finrod! Nur Feanor und seine Kinder. Uns gebühren die Silmaril. Und wenn ihr es euch nach ihnen verlangt, so macht ihr euch auch zum Feind zu seiner Blutlinie. Alle Dankbarkeit, die ich vielleicht hegen mag, dass ihr uns aufgenommen habt. Alle Verwandtschaft, die uns vielleicht bindet, als Sohn des Bruders Feanors. Dennoch, ich habe geschworen, niemand soll vor unserem Zorn bestehen, wenn er die Silmaril begehrt. Niemand, auch ihr nicht, König. Wenn ihr verzeiht, wenn ich ungebührlich spreche, aber wenn ihr euren Verwandten so weit vertraut, sich hier aufzunehmen und Zuflucht zu gewähren, so ist bei diesem Unterfangen auch Platz für sie, wenn es ihr Begehr ist, so sehr mit diesen Steinen verbunden zu sein. Beiden ertauschen erneut einen Blick. Und dann sagt der Hellhaarige, wir haben gesehen, welche Armeen Morgoth zurzeit in den Krieg führt. Wir haben unser Reich an ihn verloren, den Pass haben wir zurücklassen müssen. Zahlreiche andere sind verloren gegangen, ganze Geschlechter sind ausgelöscht worden. Und ein Mensch will nach Norden ziehen, nach Angband und den Stein aus der Krone holen.
Wir werden warten und wir werden mit Armeen und mit aller Kraft dorthin ziehen. Wenn selbst der Hochkönig der Elben nicht bestehen konnte vor Morgoth. Was glaubt ihr für eine Hoffnung zu haben, Sterbliche? Ja, daraufhin wird Beren nichts erwidern können. Ich weiß nur, dass mich mein Weg dorthin führt, sage ich irgendwann. Und dann ist auch mein Weg daran gebunden, sagt Finrod. Mehrere andere treten vor und in einem Durcheinander, also ihr könnt nicht einfach den Thron verlassen, König, wenigstens ernennt jemand anderen, ihr könnt auch nicht einfach wegen eines Versprechens eines Menschen gegenüber. Ich habe es geschworen und ich werde zu meinem Schicksal stehen. Dann nimmt er die Krone vom Haupt, dreht sich zur Seite zu dem dunkelhaarigen Elfen, der ihm durchaus auch verdächtig ähnlich sieht, überreicht ihm die Krone. Orodreth, du wirst mein Reich verwesen und hüten, während ich abwesend bin. Sollte ich zurückkehren, ist diese Krone wieder mein, doch werde ich fallen, so ist sie von nun an sicher dein. Beschütze Nargothrond. Und wir haben einiges vorzubereiten. Ich noch einmal, Finrod, ich hätte ein persönliches Anliegen. Es würde uns keinen großen Umweg kosten. Sicherlich. Komm mit mir. Wir besprechen das ab nun. Und er schaut zu den beiden Söhnen Feanors an einem ruhigeren Ort. Luthien, Tinuviel, wenn ihr mir ebenfalls folgen würdet. Selbstverständlich. Und er schreitet aus seinem eigenen Thronsaal. Der große weiße Hund hebt den Kopf und schaut hinter euch her. Nuft kurz in Richtung von Luthien. Und dann schließt sich die Tür hinter euch und der König selbst winkt euch, einige Treppenfluchten hinaufzufolgen, bis ihr in etwas kommt, das vermutlich seine eigenen Gemächer schlicht und einfach sind, die in warmes Licht getaucht sind von schimmernden Kristallen und wo zahlreiche Instrumente und Handwerkswerkzeuge auf Tischen bereit liegen, dass, wenn es einen spontan danach reizt, man jederzeit arbeiten kann. Dort ist Schmuck in Arbeit, dort sind Gemälde und Niederschriften von Musikstücken, an denen er arbeitet. Und deutlich bequemere Sitze als der Thron und die beschnitzten Stühle, auf denen ihr zuletzt Platz genommen habt. Wo er sich auch drauf fallen lässt, nach einem Becher und einem Kelch greift und sich und euch etwas zu trinken eingießt. Ein seltsamer Tag ist es, wo ihr zwei vor meinen Thron tritt und ich ihn verlassen muss, aber es sind seltsame Tage in der Zeit allgemein. Die Söhne Feanors mögen dem Ganzen mit großem Zweifel entgegensehen, aber wir wissen, jetzt lehnt er sich vor, wir wissen, dass Morgoth nicht unverwundbar ist. Wir wissen, dass Fingolfin, der Hochkönige, als er zu ihm gestürmt ist, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen für den Angriff, dass er ihn verwunden konnte und dass seither der Herr von Angband eine Wunde hat, die auch nie ganz verheilt ist, sondern dass er allen Berichten zufolge, auch wenn es wenige sind, weiteren Schmerz empfindet. Ähnlich wie durch die Wunde, die er davongetragen hat, als Thorondor, der König der Adler, Fingolfins Leiche von ihm geholt hat und vor der gänzlichen Vernichtung gerettet hat. Thorondor war es auch, der den Bericht brachte. Insofern will ich nicht sagen, dass alles verloren ist, so wie nach Angband ziehen. Ich denke, der finstere Herrscher besitzt auch Schwächen. Eitelkeit. Überheblichkeit. Er ist verletzlich und nicht allwissend. Ich würde dennoch sagen, dass wir nicht mit einem Heer ziehen und ihn auch nicht zum Zweikampf herausfordern in dem Versuch, einen Stein aus seiner Krone zu brechen, sondern dass wir vielleicht eher mit List vorgehen und uns verbergen. Liegt mir fern, einen so mächtigen Herrscher zum Zweikampf herauszufordern. Doch weiß ich, mich zu verbergen, mich und andere, mit denen ich reise.
Und deine Tochter Thingols und Melians ist sicherlich auch darin begabt, sich vor den Augen anderer zu verbergen. Ich kann mich durchaus verstecken, wenn ich nicht möchte, dass man mich sieht. Es wäre mir ein Anliegen, dass besagte Tochter Medians uns nicht bis hinter das eiserne Tor begleitet. Es wäre mir ein Anliegen, dass du nicht meine Entscheidungen in Frage stellst. Ich sehe die Nachtigall von Dorias hat viel Zeit mit meiner Schwester verbracht. Eine sehr kluge und mutige Frau. Galadriel hätte sicherlich auch niemand jemals weisen können, nicht aufzubrechen und zu tun, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Insofern werde ich es auch nicht bei euch versuchen, Luthien Tinuviel. Ich werde eine kleine Verzeihung. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ich werde eine kleine Schar getreuer Leute zusammenstellen, mit denen wir nach Norden ziehen. Und dann werden wir versuchen, uns vor dem Blick Morgoths und seiner Bediensteten zu verbergen. Mein Bruder selbst, Orodreth, ist von Tol Sirion geflohen, aber dennoch ist es, denke ich, der beste Ort, wo der Sirion durch die Berge bricht, nördlich von hier zu versuchen, in die leere Ebene vor Angband vorzudringen. Denn Dorthonion, so scheint es mir, ist gefallen. Und ich habe den Verdacht, dass wenn wir in die Nähe von Heathlum kommen, es vielleicht uns auch in Schlachten dort hineinziehen wird. Wo wir bei dem Thema wären, das persönliche Anliegen, von dem ich sprach? Ja. Auch ich dachte daran, diesen Pfad zu nehmen und die Hochebene zu umgehen. Etwas südlich vom Fen von Serech, an den du dich vielleicht auch noch erinnerst. Mit Sicherheit besser als ich. Ich musste sehr schnell und abrupt fliehen. Die, mit denen ich reiste, mein Vater. Ich weiß nicht, ob ihre Gebeine noch dort liegen und verweilen oder ob sie von den Kreaturen Morgoths oder anderen verschleppt wurden. Ich würde aber dennoch ihnen gerne eine entsprechende Ehre zuteilwerden lassen, wenn das für euch möglich ist, diesen Umweg mit mir zu gehen. Mit Sicherheit. Danke. Die Gastfreundschaft von Nargothrond ist selbstverständlich euer. Vielleicht versucht nicht, das Gespräch mit den Söhnenfeern auszufinden. Mir scheint, sie haben keine hohe Meinung von mir. Es wäre schwer, jemanden zu finden, von denen die Söhne Feanors eine hohe Meinung haben, Beren. Denn niemand steht in ihrer Achtung höher als ihr verstorbener Vater. Und somit sind sie dem, was sie am meisten achten, in der Welt am nächsten. Was für großen Stolz sorgt, der, wenn er denn dann gekränkt wird, weil sie im Kampf unterlegen waren, dem Feind zu großem Unmut führen kann. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Viel haben Sie geopfert im Kampf gegen den Feind. Aber Sie haben auch meinem Vater und seinem Bruder das Leben bemerkenswert schwer gemacht. Familie ist etwas, das wir uns nicht aussuchen können. Aber nicht alle müssen große Liebe zueinander hegen. Und ich fürchte, dass Feanor sein Schwur und der Fluch, der über ihn und uns gekommen ist, für sein Tun, uns noch lange verfolgen werden, bis Friede über die Elben, über die Noldor und damit auch über Mittelerde kommen wird. Vielleicht erst, wenn so es uns denn gelingt, Morgoth irgendwann fallen wird. Aber lasst euch von den finsteren Gedanken eines Elben nicht in Dunkelheit reißen, Beren.
Orientiert euch lieber an Tinuviel. Sie scheint sehr viel mehr an Entschlossenheit und Licht in sich zu tragen, als viele von uns Noldo. Es ist leicht, sich am Licht festzuhalten, wenn man die Dunkelheit noch nicht gesehen hat, ja. Und dennoch eilt ihr so bereitwillig vorwärts, euch der Dunkelheit zu stellen. Vielleicht ist es das. Jemand muss es tun. Was ihr sagt, vielleicht ist es das, was uns teils verloren gegangen ist. Lasst uns nicht verzagen. Ich werde mit mehreren meiner Krieger sprechen, welche von ihnen mich begleiten werden, uns begleiten werden. Und dann brechen wir bald auf. Niemand soll groß das Horn erschallen lassen oder die Banner fliegen lassen, wenn der König von Nargothrond seine Hallen verlässt. Umso leichter wird es uns sein, unbeachtet durch das Netz des Feindes zu schlüpfen. So hoffe ich zumindest. Ihr könnt gerne in meinen Gemächern eines der Zimmer nehmen. Zwei der Zimmer, je nachdem. Und dann sehen wir uns. Im Morgen. Ich bin dir sehr dankbar und sehr zu Dank verpflichtet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du dich mit meinem Schwur verbindest. Berin, achtest du etwa das Wort eines Fürsten der Noldor als klein und nichtig? Wenn ich zu dem nicht stehe, wozu soll ich sonst stehen? Sagen wir, ich hatte es gehofft. Meine Schwester, deren Auge oft weiter sieht als das meine. Galadriel. Sie sagte mir einst, dass dieser Fluch auch mein eigenes Unglück herbeiführen würde, aber dennoch hat sie ihn nicht schlecht geheißen. Insofern werden wir sehen, was das Schicksal bringt. Mein Vater hat es einmal geschafft, dieses Schicksal von dir abzuwenden. Ich werde mein Möglichstes tun, das dieses Mal zu tun. Gut gesprochen. Damit lässt er euch allein nach einer kurzen Weisung, wo ihr Gästezimmer finden könnt. Wo die Bäder sich befinden, ohne das genauer zu betonen, dass sie vielleicht benutzt werden sollten, aber es zumindest stark anzudeuten, um sich um eure Begleitung zu kümmern. Lucien, du hast natürlich recht. Verzeih, ich wollte nicht über deine Entscheidung hinweggehen oder behaupten, ich könnte bessere treffen, als du sie treffen könntest. Ich weiß, du hast aus Angst gesprochen. Und das ist okay. Wir alle haben Angst und versuchen, die, die uns nahe sind, zu beschützen. Also gönne auch mir diese Entscheidung, dass ich alles tun möchte, was in meiner Macht steht, um dich zu beschützen auf dieser Reise, die du meinetwegen angetreten bist. Aber wisse, dass du nicht die ganze Reise mitreisen musst. Niemand wird es dir verübeln, wenn du nur einen Teil davon beschreitest. Und auch dir wird es niemand verübeln, wenn du dir auf dem Weg, wenn du es dir auf dem Weg anders überlegst und entscheidest, dass es eine dumme Entscheidung war, diesen Schwur anzunehmen, den mein Vater gesprochen hat, in der Überzeugung, dass du ihn nicht antreten würdest. Ich bin mir sehr sicher, ich würde es mir verübeln. Dein Vater vermutlich nicht. Mein Vater würde sich freuen. Denn auch wenn es dir vielleicht anders erscheinen mag, mein Vater ist nicht schlecht und nichts würde ihm ferner liegen, als dich in den sicheren Tod zu schicken. Wie gesagt, er ist definitiv nicht mit der Überzeugung hineingegangen, dass du seine Herausforderung annehmen würdest. Oder sie gar so kleinreden würdest, wie du es im Thronsaal getan hast. Ja, ich mag Dinge gesagt haben. Das ist wahr. Wir werden sehen, was das Verhältnis zwischen deinem Vater und mir ist, wenn ich zurückkehre. Der nächste Tag bricht mit dem gleichen sanften Dämmerlicht heran, das Nargothrond zu jeder Tageszeit erfüllt. Aber mit der Nachricht, dass eine Gesandtschaft bereit ist und dass Pferde, Vorräte, Kleider, Waffen für euch bereit gemacht wurden. Und Finrod Felagund bereit ist, der Höhlenschleifer, eben das Höhlenreich zu verlassen, das er für sich und die Seinen geschaffen hat. Und tatsächlich
ohne große Worte, ohne großen Abschied, an der Spitze von einer kleinen Truppe von 10 Getreuen und euch über eine Brücke hinweg zu reiten, die über einen Fluss in der Dunkelheit reicht, um dann verborgene Pforten zu passieren, die von Dienern für ihn aufgestoßen werden, und hinaus in die Welt zu reiten, nach Norden, um dem Sirion zu folgen, bis er ihn in die Ödnis führen wird, jenseits der Angebande auf euch wartet.